Gewissenhaft füllt Paul seinen Fragebogen aus. Der 28-Jährige will in einigen Wochen nach Afrika fliegen. Doch zuvor lässt er sich in der Infektionsambulanz des Klinikums Ernst von Bergmann beraten. Eine Reise ins Ausland oder gar auf einen anderen Kontinent birgt viele gesundheitliche Gefahren. Eine entsprechende Impfung schützt in vielen Fällen vor ansteckenden Krankheiten. Ja, die Menschen reisen heute sehr viel mehr in ferne Länder und haben damit auch Kontakt zu nicht nur fremden Kulturen, sondern auch Krankheiten, die wir hier nicht kennen. Und wichtig ist, möglichst genau zu erfahren, die Umstände der Reise. Wie wird das ablaufen? Bin ich geschäftlich unterwegs und bin die ganze Zeit in einem klimatisierten Hotel? Oder bin ich Abenteuertourist und laufe mit dem Rucksack durch den Urwald? Da kann jeder leicht erkennen, dass das einen Unterschied macht. Im Kühlschrank der Infektionsambulanz lagern zahlreiche wirkungsvolle Impfstoffe, die vor Krankheiten schützen. Wer das Angebot der reisemedizinischen Beratung in Anspruch nimmt, der kann eine solche Schutzimpfung direkt vor Ort bekommen. Wichtig ist vor allem, dass sich der Reisende rechtzeitig, also ein paar Wochen vor Urlaubsbeginn, informiert und entsprechend schützt. Impfen heißt ja, dass wir eine Reaktion im Körper auslösen wollen, die im Falle eines Kontaktes mit dem Krankheitserreger dann direkt schon eine Abwehrreaktion bedeutet. Und dazu braucht der Körper eine gewisse Zeit. Wir brauchen manchmal mehrere Impfungen und brauchen dann auch noch eine gewisse Zeit, bis der Impfschutz eingetreten ist. Natürlich darf auch sie nicht fehlen, die Reiseapotheke. In ihrer Grundausstattung enthält sie Schmerztabletten, Medikamente gegen Magenbeschwerden und Fenestil gegen Hautreizungen und Sonnenbrand. Je nach Reiseland sollte diese Zusammenstellung aber noch erweitert werden. Das können die ganz banalen Dinge sein, dass man ein Pflaster mit dabei hat, wenn man sich irgendwo verletzt oder eine Blase gelaufen hat am Fuß. Das kann sein, dass man Medikamente da hat gegen zum Beispiel den Juckreiz des Mückenstichs, also oder gegen einen Sonnenbrand. Schmerzmedikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, sollten da in so einer Reiseapotheke sein. Und dann kommt es drauf an, wenn wir meinetwegen ein Reiseziel haben in Afrika, wo Malaria ein Thema ist, wo aber jetzt nicht von vornherein eine vorbeugende Medikation empfohlen wird, kann es sein, dass man sich das auch in die Reiseapotheke mit dazulegt. Und für den Fall, dass ich dann während der Reise vor Ort Fieber entwickle, dann habe ich das Medikament, was ich brauche. Paul hat im Rahmen seiner reisemedizinischen Beratung nicht nur eine Impfung, sondern auch zahlreiche Empfehlungen bekommen. Damit kann er sich in seiner Apotheke alle notwendigen Medikamente und Mittel individuell zusammenstellen lassen. Seinem Urlaub in Afrika steht nun nichts mehr im Weg. Jeder sollte sich vor einer Fernreise über medizinische Gesundheitsrisiken informieren und von einem kompetenten Arzt beraten lassen.